Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Aufstieg in die dritte Liga. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, aber mich will keiner hören, deswegen fangen wir direkt an mit unserem Trainer Christian. Was sagt Heiner immer so schön? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal hallo zusammen. Ich glaube, wenn man in der Regionalliga Meister geworden ist, man hat sich über ein Jahr das erarbeitet, das zählt für den SV Meppen und für Waldhof Mannheim so. Man ist in beiden Spielen, ist das über 2x90 Minuten ausgeglichen und geht dann ins Elfmeterschießen. Das ist hart, brutal und ja, ich denke, wir waren am Ende dann die glücklichen Sieger. Aber auch über die 120 Minuten vielleicht auch nicht ganz unverdient, weil wir gerade auch zum Ende hin in der Verlängerung nochmal zugelegt haben, was mich ehrlich gesagt halt auch erstaunt hat. Ich weiß gar nicht, wo wir die Kraft hergenommen haben. Und ich bin total alle, muss ich sagen, als ob ich selber 120 Minuten gespielt habe. Aber wir sind total glücklich und man sieht, was hier heute in Meppen los war. Und ja. Einfach überragend, stolz auf die Jungs, aber auch ein Gedanke halt auch Richtung Mannheim, weil das einfach brutal ist, wenn man so dann am Ende des Tages das nicht schafft, ist das schon hart. Und aber am Ende bin ich schon froh, dass wir die Glücklichen sind und dass wir das letztendlich für uns entschieden haben. Und ja, Riesenkompliment an die Mannschaft. Okay.